Ladies und Gentlemen, begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus. Herzlich willkommen, Chor LP 100. Danke, danke, danke. Es freut mich. Oh, was soll das denn mit den Kuscheltieren? Behalten Sie doch Ihre Blumen. Genau. Ich nehme die Blumen mit. Moment. Die Blumen nehme ich mit. Behalten Sie Ihre Blumen. Aber den Schlüppi kannst du wieder behalten. Schlüppi. Den will ich nicht. Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer Runde. Mit dabei der verschwommene Gorre. Und der Stinkerstink. Der Stinkistink. Wir sind natürlich heute wieder dabei, an unserer Bühne zu basteln. Und wir haben echt gerade so festgestellt, ist schon eine geile Geschichte, was man hier machen kann. Beziehungsweise, dass man es für jedes Opening missbrauchen kann. Hier bekommt der YouTuber quasi seine Bühne. Das finde ich irgendwie. In ein paar Monaten, wenn hier alles total krass ist, ja, ja, dann werden sich andere YouTuber darum schlagen, auf diese Bühne zu können, einmal ihren Part so auf unserer Bühne eröffnen zu dürfen. Es wird eine Weltbühne für YouTuber sozusagen. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob man vielleicht noch ein bisschen so ein kleines vorstehendes Dach noch hier ransetzt. Mit 2, 3 Pfeilern oder sowas. Also da habe ich gerade nochmal überlegt, aber das mache ich später. Das sind dann quasi die Feinheiten. Wir machen jetzt erstmal hier das Grobe, wie man immer zum Anfang macht. Wir machen das Grobe. Und das Wichtige ist ja auch, dass es von hinten auch ansehnlich aussieht. Und da wird sich der Korrel jetzt... ja, da wird sich der Korrel drum kümmern. Und wir machen mal Folgen-Ds. Habe ich noch ein bisschen... Ja, ich habe noch Holz. Alles klar, dann kann ich ja mal loslegen hier. Beziehungsweise, wir hatten gestern zum Feierabend, also in der letzten Folge, noch ein wesentliches Thema. Und auf das würde ich gerne eingehen. Also wir haben mal wieder unseren Frust, was heißt mal wieder ist falsch. Also ich habe es ja eigentlich am Anfang immer verteidigt. Und jetzt zum Ende hin hat der Frust dann doch schon ein bisschen andere Formen angenommen. Sodass No Man's Game jetzt quasi schon echt, ja, ganz unten angekommen ist. Um es mal so zu sagen. Wie hat Angry Joe gesagt, es heißt nicht No Man's Sky, es heißt One Man's Lie. One Man's Lie, ja, das könnte, das, doch, ja, bin ich dabei. Haut hin! Warte mal, haben wir noch Holz? Normales? Hier ist Oakwood, ja. Okay, ich glaube, Musik ist gerade ein Mytho laut, deswegen schreie ich so. Are you kidding me? Are you kidding? So, jedenfalls haben wir gesagt, okay, No Man's Lie ist jetzt schon mal durch und, oder One Man's Lie ist durch und wir reden mal über den Big Brother, der nämlich, und das war so der Aufhänger beim letzten Mal, der zur aktuellen Gamescom quasi voll in diese Kerbe reingehauen hat, indem er quasi ein Video fabriziert hat, das auch auf prozedural. Nicht schlecht, nicht schlecht. Prozedural? Prozedural. Procedural. Was ich prozedural generierte. Brotzeit. Ich hab Hunger. Brotzeit generierte Welten anspielt. Aber das Gute, was Star Citizen, und das ist der Big Brother, also ich sag mal der Blockbuster zu dem, was No Man's Sky letztendlich ist, alleine schon Blockbuster aufgrund der finanziellen Mittel, die da generiert wurden, so nenne ich es mal. Und immer noch generiert werden. Und immer noch generiert werden, richtig. Ich habe mal geguckt letztens, also jetzt, als wir die Gameshow von der GameStar gesehen haben. Alter. Da gibt es in der Tat verschiedene Schiffe zu kaufen. Ja, du kannst ja das Spiel jetzt schon kaufen und kannst auch jetzt schon spielen. Also in der Alpha, glaube ich, 1.5 ist man, nee, 2.5 ist man gerade. Die 3.0 soll bis Ende des Jahres rauskommen. Und naja, Ende 2017 ist wohl dann auch offizieller Release. Und naja, whatever. Jedenfalls kannst du Schiffe kaufen, beginnend ab $48, glaube ich. Dann nach oben hin staffeln. Ne? Je geiler die Schiffe, desto teurer wird das Ganze. Und halt dich fest, du hast auch die Möglichkeit, eine Flotte zu kaufen. Dafür musst du dann auch bloß 17.000 US-Dollar hinlegen. Die Möglichkeit gibt's. Kein Scherz. Ja, so finanziert sich das Spiel dann halt. Ne? Also in der Präsentation, auf die wir gleich ansprechen werden, auch dieses Schiff, was sie da benutzt haben, ist tatsächlich für 60 Euro zu kaufen. Ja, richtig. Genau, wollte gerade sagen. Also das ist dann eigentlich schon eins der Standard-Anfangsschiffe und war jetzt auch nicht so ugly, muss ich gestehen. Oh, ich fand's geil, wenn der an die Tür geht und die klappt sich so auf und dann geht er erstmal in den Innenraum und oh, Alter, nee, ey. Ja, ja, also wie gesagt, diese GameStar, sag ich schon, diese Gamescom-Präsentation
war dann doch schon recht heavy, was, was die Inhalte angeht. Ne? Also auf jeden Fall ein Bitch-Slap direkt in ja. Richtung No Man's Sky, und deswegen kam er ja daran drauf. Selbst dort bei dem, also die haben es jetzt so gelöst, Star Citizen, dass sie die Welten, die sie dort haben, weißt du, was sie vergessen haben? Was denn? Eine Tür. Für diesen Eingang. Oder? Nee, warte mal, wir haben ja noch hier hinten, kannst du ja in der Bühne. Ach so, hier. Na, ich würde, ja, okay. Von der Bühne aus, weißt du, gehst ja rein. Alter. Das ist ein geiles Ding. Das sieht schon super geil aus. Also ich finde das gerade, ich würde jetzt auch keine Zwischendecke oder sowas reinziehen. Nö. Ich mag das hier. Also das hat so was Hallenmäßiges, ne? So Ruhmeshallenmäßig. Ja, genau, richtig. Finde ich ja mega. Vielleicht da oben könnte man noch, weißt du, was ich dann auch mache? Ach nee, wir brauchen Wireless in den Charger. Nee, dann müsste ich den vielleicht hier noch hinlegen. Wir könnten so eine LED-Spots können wir ja schon machen. Wir haben ja Wireless-Dingens und so. Wir können ja jetzt Strom verteilen und auch Wireless. Und diesen Stromverteiler könnte man hier irgendwie hinbauen, platzieren. Und dann könnte man hier so eine LED-Spots, weißt du, hier so eine Dings ranbasteln. Spotlights. Genau, und da brauchst du nicht überall so eine Glowstone-Blöcke, so eine hässlichen. Sondern kannst du wirklich Spotlights reinbasteln. Nice. Und dann gehst du hier vor. Und dann kommst du hier um die Ecke und dann, mir wird gerade schlecht, wenn ich dran denke, dass wir noch diese ganzen Ränge bauen müssen. Ich hab's verdrängt, hör doch auf, wir sind jetzt bei der Bühne. Okay, wir sind erstmal bei der Bühne und selbst die braucht noch ein bisschen Liebe. Richtig. Also da ist noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Also vorne geht's natürlich rein. Hier hinten haben wir in der Pause besprochen, könnte ja theoretisch hier oben drauf so eine Art Bühne und vor allem auch ein Treppenaufgang hier hinten sein, damit, also Bühne sei schon, so eine Art, wie sagt man? Fällt mir Wort nicht ein. Terrasse. Ach ja, danke. So eine Art Terrasse könnte hier sein, natürlich mit Treppenaufgang. Vielleicht so das kleine Äquivalent, weil es ja auch so schräg gegenüber ist, zu dem Ding da. Ja. Und so in klein, so. Ja, auf jeden Fall mit genau diesen gleichen schwarzen Zäunen, würde ich behaupten. Da kann man hier nämlich so stehen, so als VIP und sagen, guck mal hier, die Billigplätze da hinten. Wir sind mitten an den Stars. Wir stehen hier mitten im Geschehen. Wir stehen in den Stars, was uns zurück auf das Thema bringt, auf das du ja gerade ansprechen wolltest. Ach, in die Citizen Star? Stars? Ja, also jedenfalls, um es auf den Punkt zu bringen, Star Citizen macht aktuell eigentlich vieles richtiger. Also schon alleine die Optik sieht mehr nach, muss ich jetzt auch mal sagen, ich bin ja so eine Optik-Hure, kann man ja sagen. Ne? Also mit schöner Grafik kann man mich schon mal begeistern und mit ausgefallener Grafik auch schon mal kurzweilig begeistern. Und kurzweilig begeistern hat es No Man's Sky geschafft, weil die Grafik ist ja auch sehr außergewöhnlich. Auch die Farbenmischungen der einzelnen Planeten sind geil. Spiegeln aber, weil es eher so in Richtung Comic-Look geht, wenig die Realität wieder, um es mal so böse auszudrücken. Und die Optik von No Man's Sky, von Star Citizen ist einfach mehr Weltraum, ja, also sieht wirklich mehr nach geil aus, sieht mehr nach wow aus, hat bessere Lichteffekte, läuft hoffentlich auch wesentlich performanter. Das ist die Cry-Engine übrigens. Ja, die vierte glaube ich sogar, ne? Und, also die vier, nicht irgendeine alte, sondern die vier, die an die Unity war 5, genau, und Cry-Engine war 4. Jedenfalls sieht einfach alles viel hübscher aus und was man letztendlich dort machen kann, also zum einen ist es ein Multiplayer-Game, ja, also die Koop-Komponente ist dort mega geil in Szene gesetzt worden, also auf dieser Gamescom-Geschichte. So das heißt, die sind halt mit dieser Freelancer rumgeflogen mit dem Schiff und einer war quasi der Pilot, der Captain sozusagen, und dann gab es noch einen Co-Pilot, das könnte quasi ein Freund von dir sein, und der kann, während sich das Raumschiff bewegt, auch frei in dem Schiff bewegen. Der kann beispielsweise in das Geschütz laufen. So, das heißt, man muss sich nicht einfach dahin beamen oder sowas, nein, man muss richtig hinlaufen. Und dann kann quasi vorne der Pilot kann fliegen und der andere, der Co-Pilot, der Freund, der Kumpel, der kann hinten irgendwas anderes machen. Und was noch viel geiler war, das ist ja nur ein Schiff. Das heißt, du kannst später auch, so wie ich es verstanden und auch gelesen habe inzwischen, kannst du dann mit multiplen Leuten, sprich du kannst eine kleine Star Trek Crew bilden, die dann wirklich in dem Schiff, vielleicht gibt es ein linkes Geschoss und ein rechtes Geschoss und der Pilot sitzt halt nur in der Mitte und fliegt und so, keine Ahnung, oder gibt halt irgendeinen Supporter, der dann irgendwie hinrennt und irgendwas reparieren muss, während das Schiff im Kampf sich befindet. Also das, was man sich gewünscht hat, so als richtige Raumschiff-Simulation, das ist letztendlich das, was da präsentiert wurde auf der Gamescom. Und wenn das wirklich am Ende so umgesetzt wird und nicht auch wieder so eine
sorry, verarsche wird, wie es bei No Man's Sky aktuell wirklich gehandhabt wird. Also nachdem ich da die Review gesehen habe, muss man es eigentlich so sagen. Es ist angekündigt worden, nicht eingehalten worden, und zwar am Fließband. Und ja, Wahnsinn. Also wenn wirklich Star Citizen das einhält, was es gezeigt hat und was es auch performt hat und dann auch ein bisschen abwechslungsreicher ist, puh, dann, ja, mega geil. Also die haben sich schon wirklich von absolut brillanter Seite gezeigt. Natürlich muss man sagen, hatte das gezeigte Ecken und Kanten, das war nicht zu verkennen. Da sind viele Bugs drin, auch Anzeigen-Bugs noch gewesen, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Und wie du schon sagst, also das war ein Seitenhieb an No Man's Sky vom allerfeinsten. Die haben ja gewusst, was No Man's Sky angekündigt hat und haben daraufhin dann beschlossen, das auch zu machen und haben es halt mal so dermaßen mal 3000 gemacht und dann auch noch gezeigt, dass es funktioniert. In schön, genau. Also Star Citizen, muss ich sagen, es fing ja alles an damit, der Typ, der dahinter steht, ist ja der Entwickler bzw. der Erschaffer von Wing Commander. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gespielt hat. Selbstverständlich. Ich habe es nie gespielt, weil Space-Spiele nie so mein Ding war. Mich hat es immer gelangweilt, mit Raumschiffen durch irgend so eine Galaxie zu fliegen und zu schießen und vielleicht ein bisschen zu handeln und so. Und genau davon entwickelt sich jetzt Star Citizen nicht weg, sondern es wird insofern immer größer und umfangreicher, dass es für mich wieder interessant wird. Also es fing ja damit an, dass der gesagt hat, hey Leute, ich bin der Macher für Wing Commander, ich würde euch gerne ein neues Wing Commander machen, halt so mit geil und neue Grafik und so, brauche aber euer Geld. So, fanden die Leute natürlich super, haben ihm das Geld gegeben. Er hat aber nicht damit gerechnet, dass ihm so viele Leute ihr Geld geben und auch jetzt schon Schiffe kaufen in den ganzen Beta-Zugängen, die sie haben, und er immer noch Geld hinten reingeschoben bekommt. Ja. Dass er sich freudigerweise dazu entschlossen hat, okay, dann jetzt halt mit Anlauf. Und so kam es jetzt hinzu. Also irgendwann kam dann, haben sie gesagt, okay, jetzt wird ein Modul mit eingefügt, das entwickeln wir jetzt auch, dass es auf hier und da mal einen Planeten geben wird, wo man quasi, ja, wie mit einer Art Ladezeit in den Hub reinfliegt und da gibt es dann wie so eine kleine Hubstadt, ne, sag ich mal. Da kann man rumlaufen, da ist vielleicht ein großes Auktionshaus à la WoW und solche Sachen. Dann haben sie irgendwann noch ein Modul eingefügt, war auch von vielen Fans dann gerne gewollt, ein Shooter-Modul, also dass man tatsächlich dann auch in Ego-Perspektive mit Leuten sich zusammenschließt, dass es Schusswaffen gibt, dass man durch so Art Dungeons und so Quests erfüllt und so weiter. Das haben sie auch und jetzt halt als neue, große, große Neuerung, und das war jetzt der springende Punkt, jetzt bin ich soweit, jetzt will ich Star Citizen haben. Ja, No Man's Sky für Männer haben wir es genannt, ne? Wo wir das gesehen haben. Also Ultra, dieses Hub-System, wie ich gerade gesagt habe, ausgetauscht mit tatsächlich auch solchen Planeten. Nur alles von der Technik her, von der Umsetzung scheinbar noch ein bisschen komplexer und besser als bei No Man's Sky somit auch. Und was die halt in dieser Präsentation gezeigt haben, ne? Also dieser Anflug auf den Planeten und wie es alles aussah und die Landung und alles immer animiert und nicht bloß Drück-Ladezeit da sein, sondern riesige Tore, die sich da öffnen, wo man jeden Bolzen sich bewegen sieht, diese Stationen, die er da dann reingegangen ist, wo keine Ladezeiten sind, wo alles schon fertig ist, wo du dich mit Aufzügen drin bewegst, wo alles riesengroß ist, permanent immer wieder auch wieder so ein kleiner rechter Haken zu No Man's Sky, zwei Spieler, die sich gegenseitig sehen können, ne? Ja. Wo ja bis heute keiner so richtig glauben kann, dass No Man's Sky tatsächlich ein Multiplayer-Titel sein soll, weil man sieht ja niemanden. Und sie sagen, ja, das liegt daran, weil es so groß ist. Also, dass ich da zwei... Ja, das haben sie ja schon... unmöglich. Ja, kann man vieles erzählen. Haben sie erzählen, schon wiedergelegt. Ja. Wiedergelegt, sag ich schon. Widerlegt haben sie das schon. Und ich glaube, die haben auch schon Rückzieher gemacht. Ja, ich denke mal. Und wie gesagt, dann bewegen die sich in der Station. Natürlich war das auch alles noch leer, bis auf diesen Questgeber, ne, und ein paar NPCs sind rumgelaufen. Wenn das dann alles irgendwann mal gefüllt ist und dann kommt dieser Typ, wo sie die Quest annehmen und da müssen sie dann plötzlich wieder ganz woanders hin und einen Weltraumkampf gibt es dann kurz... Dann gehen die zu diesem Schiffswrack, wo ich als alter Lore-Nazi natürlich nicht einfach nur hinnehme, ein Schiffswrack schwebt, sondern ich frage mich dann gleich, boah, was ist da passiert? Was war das Schiffswrack? Wo kommt es her? Warum wurden die überfallen? Wieso ist da alles kaputt? Dann gehen die auch noch wieder so, dieses ganze Nahtlose hat mich so fasziniert daran, von einem Planeten hoch ins Weltall in so ein Schiffswrack rein, wo sie dann
was erkundet haben, haben noch was gefunden. Dann kam dieser komische Dragonfly-Gleiter oder wie auch immer das Ding hieß. Und das ganze, ich fand es ja so toll, wie das Publikum immer abging bei so ein paar Sachen, weil die das anscheinend schon kannten von irgendwelchen Vorankündigungen und so. Und dann setzt er sich da drauf und dann fährt er eben auf dem Ding, wie so eine Art Space-Motorrad eigentlich, raus ins All, zwischen den ganzen Asteroiden lang, dockt im eigenen Schiff dann an, weil ist ja alles groß genug, kann man mal schnell mit einem Schiff in ein anderes Schiff reinfliegen. Und mit dem Schiff landen sie dann auf einem neuen Planeten, wo wieder irgendwie ein Banditenkampf und dann müssen sie wieder kämpfen und diesmal halt nicht mit dem Raumschiff, sondern auf dem Land und dann sammeln sie wieder was ein und dann ganz am Schluss kam wohl auch die Wendung, dass der Questgeber die noch verrät und sie jetzt gleich ausrauben wird. Da war dann halt die Präsentation vorbei. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ultra gut. Ultra gut. Aber halt, wie gesagt, ich habe es dir ja schon oft gesagt, ich habe halt große Sorge. Wir haben es jetzt ja durch No Man's Sky wieder gelernt. Wird das tatsächlich das, was da irgendwann mal kommt? Ja, richtig. Das ist auch so. Was für einem Umfang, sag ich mal. Ne? Ist es dann immer irgendein Typ, der sagt, das sind Banditen. Und dann fliegen wir auf den Planeten und dann schießen wir ein paar Leute tot und haben Gegenstand A, den wir nach B bringen. Ist es dann immer das Gleiche, sag ich mal. Inwieweit sichern die Vielfalt? Sie haben ja gesagt, sie haben jetzt quasi ein Sonnensystem fertig von geplanten 100. Ja, richtig. Und zum Release sollen es 10 Sonnensysteme sein. Pro Sonnensystem halt immer so 4, 5, 6 Planeten, ein paar Monde, ein paar City Hubs und so weiter. Wie ist da die Langzeitmotivation? Ist das dann wie bei Destiny, wenn es rauskommt, dass zwar das Grundkonzept geil ist, aber man denkt sich so nach 2 Tagen, okay, das ist jetzt scheinbar erstmal alles, was ich machen darf. Jetzt muss ich auf irgendwelche Add-ons und Patches und weiß der Geier was warten. Ich habe so viele Sorgen, aber bin gleichzeitig so gehypt durch diese Präsentation. Tut mir leid für diesen Monolog, es musste einfach raus. Ich habe die Zeit genutzt. Sagsten. Finde ich so nice. Ja. Das ist die Ultrabühne des Ultras. Jetzt kannst du dir mal ein Glowstone Dust nehmen und mit Shift auf die Spitze da packen? Das wäre super. Ich will. Weil es jetzt auch gerade, wird gerade so ein bisschen, Alter, wieder oben der Schatten, wo du gerade stehst. Oh, find ich mega. Die Bühne sieht auch von hier oben übrigens sehr geil aus. Echt jetzt? Durch das mit den Lagen, weißt du schon? Guck mal, machen wir vielleicht noch, jetzt haben wir alles von links nach rechts drüber gestript. Wollen wir vielleicht noch nur eine Lage Ferrus von vorne nach hinten? Ja, ich wollte es gerade sagen, 3 passt genau in die Mitte, ne? Ja, genau. Walte mal deines Amtes. Obwohl, bei dem Holz, dann lässt es. Dann hast du in der Mitte, hast du nämlich, genau, dann, da hast du nämlich nur den Plus dann. Finde ich ja mega. Oder vielleicht doch mit dem Holz noch? Obwohl, das Hat was. Was wohl, ich muss nochmal über Star Citizen reden. Ja, mach weiter, ich überlege. Was meine absolute Traumvision von dem Ganzen ist, und ich glaube, darauf arbeiten sie ja hin, dass es endlich mal wieder ein Spiel schafft, so wie damals World of Warcraft revolutionär war, dass es endlich mal wieder ein Spiel schafft, eine Zweitwelt zu erschaffen. Ja. Verstehst du? Dass Star Citizen so umfangreich wird und es darf von mir aus auch eine Ultra-Lernkurve haben. Ich denke da mal an EVE Online, das war ja auch. Alter. Du hast das Spiel ja angemacht und das Spiel hat gesagt: So, du bist zu schlecht, hau wieder ab. Weißt du? Ja, genau. Und so darf es dann sein und es soll einfach so groß sein und so viele Möglichkeiten bieten, dass ich jetzt zum Beispiel sage: Okay, ich will bloß als alles zerschrottener und alles ausraubender und plündernder Typ mit meinem kleinen Mini-Kampfschiff durchs All jagen und alles ausräumen, was ich finde. Oder ich will, wie du schon sagst, eine riesige Flotte aufbauen und der Beherrscher von dem ganzen Server werden, auf dem ich bin. Dass da eine richtige Wirtschaft sich aufbaut, eine ganz eigene Infrastruktur von Existenzen, dass es Berufe gibt, dass ich Händler werden kann für seltene Metalle oder seltene Steine, wo ich auf ganz weit entfernte und gefährliche Planeten muss, um die abzubauen und genau deswegen kaufen es Leute bei mir, weil sie da selber nicht hinwollen und solche Sachen. Ich will, dass da mal wieder so ein richtiges Second Life möglich ist. Wisst ihr, ich habe da mal wieder Bock, mich drin zu versenken. Ich will sagen, okay, jetzt Real Life off, jetzt gehe ich in die Welt von Star Citizen. Und da kann ich mal richtig, da bin ich dann einfach mal jemand anders. Das ist so, das ist so meine Traumvorstellung. War nicht Witcher schon Second Life für dich? Nein. Nee? Witcher hat ja alles abgenommen, hat ja seine Story selber erzählt. Weißt du, Witcher war wie ein riesiger Film. Und okay. Star Citizen wäre dann so, Aber Star Citizen hat bestimmt, also mit Sicherheit haben die auch, eine Story. Ja. Na klar, aber im Endeffekt werden die Stärke des Spiels ausspielen, dass sie sagen, so und hier, so typisch, wie es EVE Online halt auch macht,
hier schreiben die Spieler ihre eigenen Geschichten. Ne? Und bei EVE Online ist es ja dann so. Machst du die Tür mal hier in die Mitte? Also unter den Dreier-Dings da? Das wäre super. Ja. Ja, also da kommt auch ein Megateil auf uns zu. Und wie gesagt, seit der Gamescom-Geschichte, da bin ich gehypt. Und ich glaube auch fast, bitte nicht hell machen. Und ich glaube auch fast, dass mit der Alpha 3.0, na gut, also ich hab schon überlegt, also machst du es oder machst du es nicht, ja, dass du quasi pre-orderst, hätte ich jetzt kein Thema mit. Ich glaube, man hat... Alpha schon kriegst, oder wie meinst du? Ja, ja, genau. Also wenn du die Alpha einmal besorgst, dann kannst du ja dann da auch später spielen und so, hast ja das Spiel dann im Prinzip gekauft. Ja. Aber was ich befürchte, ich genau diesen Moment, was du auch gerade gesagt hattest, dass man mal wieder ein Spiel hat, was einen fesselt, was einen episch, megamäßig fesselt, das fehlt einfach, was dir auch fehlt, ist Licht. Aber vom, das heißt, er kann Licht machen. Ja, weil ich mal von außen die Lichtbeleuchtung gucken wollte, ob man vielleicht noch irgendwo ein bisschen Staub raufkleppen sollte. Also hier, guck mal, die Leuchte leuchtet, die Spitze leuchtet. Das habe ich schon getan. Juhu! Oh. Willst du dann vielleicht vorne, kannst du diesen Glowdust auch auf die drei Figuren machen? Weiß nicht, versuch's mit Shift. Ich habe keinen Glowdust. Du hast ein Wireless A6. Access. Sulfur. Erste, zweite, genau. Mit Shift und dann hast du einen direkt in der Hand. Oder so. Links oder Rechtsklick? Rechtsklick. Es geht nicht. Wie geht nicht? Es geht nicht, kannst nicht drauf tun. Ach so, auf das Dings. Ja, nee, geht nicht. Aber auf die Dings hier links und rechts kannst du. Warte mal, ist das. Flumps. Auf die schwarzen, hast du? Auf die schrägen. Dann hat es wenigstens ein bisschen Licht. Ja, ja. Ist gut, ist gut. Du wolltest noch was sagen. Das Spiel, in das man sich versenken kann, aber... Genau, richtig. Genau dieses Thema, also wirklich so ein Blockbuster-Spiel, wo du dich wirklich... Wo du sagst, boah, das ist geil. Wo du mal wieder jahrelang spielst. Genau, wo du nach 5 Wochen, na gut, bisschen übertrieben, aber vielleicht nach 2 oder 3 Wochen immer noch geil Bock drauf hast. Also so ein Spiel habe ich in der Tat seit langem nicht mehr gehabt. Und darauf, auf sowas freue ich mich. Und ich hoffe ja, und deswegen seit Jahren zitter ich ja schon, ne? Gran Turismo wäre, glaube ich, so ein Spiel. Da habe ich mich damals so drin sehr versenkt. Das wäre für mich in der Tat sowas. Aber jetzt haben sie mit Gran Turismo Sport ja was angekündigt, was mir wahrscheinlich mit Sicherheit nicht gefallen wird. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt pisst das schon wieder. Jetzt können wir ja mal wieder hell machen, oder? Ja. Also Gran Turismo wäre so eine Geschichte, wo man sich auch wirklich stundenlang, wo man einfach Bock drauf hat, mal so eine 24-Stunden-Rennen von Le Mans oder sowas durchzuziehen. In Echtzeit. Ich habe damals auch diese Rennen gefahren, wo du irgendwie 200 Runden fahren musst. Zwischenzeitlich hast du mal eine Pause gemacht, weil die Pizza warm geworden ist, hast du in den Pausescreen halt reingeguckt, aber du saßt halt vor dem Spiel. Du hast halt mit deiner Pizza da gesessen, du hast den Spieler geguckt im Pausemodus. Keine Ahnung, sowas fehlt. Also so ein richtiges fesselndes Etwas. Und ja, Star Citizen könnte sowas in der Tat werden. Finde ich. Halt wirklich, wenn sie das so umsetzen, richtig. Und also da wäre ja jetzt von Ende 2018 geht er, glaube ich, aus, dass released wird. Echt? Ich habe 17 gelesen. Nee. Also 2018 hat er selber jetzt gesagt, ist ein Release-Zeitraum. Finde ich vernünftig. Dann dass ist er sich es seit Zeit 5 nimmt. Jahren, glaube ich, Entwicklung und jetzt nochmal 7 Jahre oder so. Und wenn sie jetzt einfach wirklich konsequent arbeiten, ich meine, man muss natürlich auch sagen, so schön wie es ist, was sie jetzt alles nach und nach hinzufügen und immer noch was und jetzt dieses prozedurale Planetending und so weiter und so fort, sie müssen jetzt irgendwann mal aufhören, Sachen hinzuzufügen, vielleicht nur planerisch hinzufügen und einfach mal das jetzt ausbauen, was sie jetzt haben, sonst wird das Ding nie fertig, ja. Also ja, dieser, es sein. Gibt so viele riskante Dinge, ich meine, der Typ hat einen ordentlichen Chip on his shoulder, sagt man da. Der hat so viel Geld von fremden Leuten gekriegt für dieses Spiel. Der kann sich auch nicht erlauben, dass es jetzt für immer in der Closed Beta hängen bleibt. Ja, so wie viele, viele Crowdfunding-Sachen, die ja die letzten Jahre entstanden. Ja, wo immer große Early Access ist ja das Schlimmste, ist ja ein Unwort der Gaming-Szene in meinen Augen. Inzwischen schon geworden, ja. Ja. Weil so viele sich raus, ja, und wir wollen das und wir machen so und jenes und so, oh, tut mir leid, jetzt, wir können uns leider nicht mehr so widmen, tut uns leid, ihr seid alle bescheuert, so. Also es gibt
schon, es gibt noch viel, was es da zu überwinden gibt, aber wenn dieses Spiel kommt und wenn die es echt so abliefern, wie die Vision es den Spielern jetzt derzeit auf den Teller serviert, dann habe ich da, also, boah, leck mich am Arsch. Habe ich da. Ja, habe ich. Bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich schon wieder? Bei 24. Ja, du hast mal wieder gut erzählt, aber ich grübel gerade, ob das hier, ich glaube, die Ecke wird beschissen. Na warum, wenn du jetzt quasi die Ecke hier, also auf dem Dreck direkt Ferris hochziehst? Na, wollte ich ja, aber weil Glas. Na, ich wollte eigentlich jetzt die Ecke mit Basalt machen. Weißt du, dass hier dieses Basalt-Ferrus-Thema wieder sich in den Ecken widerspiegelt? Kann man auch, ja. Ich habe Basalt im Ofen, müsste genügend fertig sein. Du hast Basalt. Hat er gerade gesagt, er hat Basalt in den Ofen gepackt? Ja. Dass ich das doch erleben darf, dass er hier mitspielt. Nicht muss ich hier mal alles machen. Jetzt tut ja auch mal was. Ja, du, das Dumme ist halt, du investierst ja nebenbei noch Zeit, um dich zu informieren, wie die Scheiße überhaupt hier alles funktioniert. Das geht mir ja voll am Sack vorbei, weißt du? Du planst dann immer, ja, und dann habe ich jetzt hier und das habe ich verkabelt und da brauchen wir jetzt das und das und jenes und dann können wir den Super-Mega-Durchfall-Ultra-Generator irgendwas bauen und dann kann der nämlich das und dann haben wir hier jenes und solches und überhaupt und da käme ich da nicht aus, ja. Aber dass ich Basalt in den Ofen packe, dass es glattes Basalt wird und jetzt habe ich ihn auch noch umsonst geholt, weil du hast trotzdem so Ferris hochgezogen. Ja, aber ich... Aber ich überlege, diese äußere Stufe hier, dass man die Ferrus macht, oder? Nee. Naja, dann hast du halt in der Mitte wieder das Problem, weißt du? Dann hast du diese Ferrus-Säule in der Mitte, die ich da gemacht habe, auf der Rückwand. Ja, die sieht dann blöd es aus. Es sieht schon gut mit dem Basalt oben aus, aber die ich Ecke halt hier jetzt, ich finde auch die Kombination mit diesem Holzbasalt eigentlich ganz nice. Ja. Aber was mich gerade so ein bisschen stört, ist, dass die Häuserchen, die wir basteln, immer so glatte Wände haben. Weißt du, dass da nicht irgendwie mal so, ich glaube bei der Schandfleckscheune, da haben wir es ja gemacht, da war so ein kleiner Dings dran, ne, da ein paar Ausbeulungen nach außen und so, ja, weiter, aber sonst ist die... Das sind halt auch immer so Sachen, da bin ich viel zu faul für dieses ganze Carpenter-Gedöns und flach und leicht anklöppeln und dann da platt drücken und hier noch und es sieht zwar immer schön aus, aber ich will es selber nicht machen, weißt du. Was man vielleicht machen könnte, ist hier diese Holzgeschichten, da Carpenter so eine Half-Blöcke reinmachen. Weißt du, wirklich so eine halben, dann hast du so ein bisschen nach innen, also diese Holzwand hier, so einen halben Block nach innen. So meinst du, ja. Und vielleicht auch oben, dann hast du dieses Kreuz so ein bisschen herauskristallisiert. 3D-mäßig. Ja, 3D. Ist halt nicht jetzt so der Mega-Burner, aber... Wäre halt jetzt so eine Idee, immer so ein bisschen, dann hat man so ein bisschen Struktur drin. Weißt du, weil so aalglatt finde ich es halt auch scheiße. Und dann überlegt ihr gerade, ob die Ecke hier wirklich Ecke oder vielleicht auch eine flache Seite sein soll. Ach so. Also hier so eine eckige, ja, ne? So angeeckt, ja, so schräg. Ja. Ob sich das vielleicht besser, naja, macht. Keine Ahnung, müssen wir gucken. Vielleicht beim nächsten Mal, so, was heißt vielleicht, sondern beim nächsten Mal. Weil wir sind schon wieder bei 27 Minuten, die Zeit rennt uns davor, weil du so viel quatschen tust. Aua. Homini. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war wieder mal schön. Wir haben viel gequatscht, auch wenn es nicht über No Man's Sky ist. Über ein anderes Spiel, was genauso ist. Auch wenn es mal wieder über Spiele ist oder so. Wir haben ja sonst immer über Filme gequatscht. Und apropos Filme, das ist nochmal, ich habe hier übrigens ein neues Thema bei uns im. Und zwar haben wir ja viel über Filme gequatscht. Das kann ich vielleicht nochmal anschneiden. Und ich habe jetzt als neues No-Go-Thema, und das Schlimme ist, es wird wahrscheinlich eine Never-Ending-Story, weil das Thema heißt vergessene Screen-Games. Gems, Entschuldigung. Das ist damit verkackt, Alter. Ne. Ja, und inwiefern? Sag mal ein Beispiel. Damit die Leute sich schon mal Gedanken machen können, dass sie wissen, was nächstes Mal auf sie zukommt. Der Marsianer zum Beispiel. Also, weil wir letztens drüber, also ich, weil ich... Ja, erzähl mir, mach mal. Für mich ist das, es gibt so viele schöne Filmchen, über die wir noch nicht gequatscht haben. Und das ist quasi immer so ein Thema, das kann immer da stehen bleiben. Und wir können immer sagen, übrigens, ich habe noch ein Screen Game. Und ich habe in der Tat, da habe ich jetzt Gem. Bei mir ist es ein Gem, weil ich komme aus Berlin, da kann es auch mal ein Gem sein. Ein Screen Game. Oh, geil. Jedenfalls, ich habe schon 3 Screen Games da in die Liste eingetragen. Also jetzt für mich, über die ich gerne nochmal, also quasi, war für mich quasi so eine Art, so ein Thema, um Filme zu empfehlen. Aha. Ja, und immer dann, wenn... Guter Ansatz. Wenn jetzt das Thema aufkommt, muss ich hier immer einer hinstellen
und sagen, worum es geht. Ja, okay. Also quasi dann auch eine Szene aus performen und dann können wir drüber reden. So der Plan. Ach du Scheiße. Ja, kriegen wir hin. Ist überhaupt kein Thema. Dafür ist die YouTuber. Das ist deine Bühne. Sehe ich keine Probleme. Ja, stimmt. Das ist eure Bühne, YouTuber. Wir machen das wirklich übrigens mit dieser Weltbühne für YouTuber. Irgendwann, lieber Sting, werden die ganzen Ränge, die hier Gronkh rausgelaufen. Auf den Rängen sitzen unsere ganzen Zuschauer und hier kommt Gronkh rausgelaufen. Wir machen ein Interview und er baut hier mit und so. Und nicht nur Gronkh, da kommt dann aus der Seite hier Sarazar. Nee, den laden wir aus. Und aus der Seite hier kommt Pete's Meat. Gibt es den überhaupt noch oder ist der schon geplatzt? Nee, Pummelbeerle ist immer noch da. PewDiePie raus und macht, well, hell no, hell no. Und dann kommt hier wieder einer raus, der heißt dann Louis Defilné. Ah, den gibt es bestimmt auch. Natürlich, wer kennt Louis Defilné? Oh. Da fällt mir auch ein Screen-Gem ein, den ich empfehlen könnte. Nun ja, beenden wir den Part und gucken auf unser episches YouTube-Logo. Ich habe auf die unfertigen Ringe geguckt. Unfertige Ringe, die du alle bauen wirst. Das wird noch... Wir haben ja echt hier eine Rundung. Also so ein es muss ja alles gleichzeitig gleich weit weg sein, ne? Die Ränge, die Sitze. Idealerweise. Möglicherweise, wenn ich hier auf die Seite gucke, wird es dann auch noch spannend. Und ach Gott, das wird nochmal ein Drama, wie wir das überhaupt aufziehen. Ich habe Stand jetzt keinen Plan. Ja, du kleiner Pisser. Schön. Bis dahin. Tschüss und bis dann.